Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 und heute mit einem neuen Projekt mit dem Be a Pro Mode bzw. Online Be a Pro mit Luke Crew LP. Wunderschönen guten Tag. Und ja, wir wollen erstmal so ein bisschen vorab hier abklären, wie das Ganze ablaufen soll. Natürlich ist das Ganze angelehnt hier so ein bisschen als Community-Projekt und ja, unser Ziel ist es dann, zuerst mal 11 Leute zusammenzukriegen für unsere Mannschaft. Und ja, dafür müssen wir dann halt auch schauen, dass wir alle zusammen aufnehmen. Und das ist momentan noch so 19 Uhr sonntags, wo wir halt aufnehmen. Kann sich dann noch so leicht verschieben, aber damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr dabei sein wollt, dann wann ihr ungefähr Zeit haben müsstet. Und ja, ansonsten nochmal so kleine Infos zum TS, also TeamSpeak. Wäre von Vorteil, wenn ihr da alle da auch joint. Die Daten, die kriegt ihr dann auf jeden Fall noch. Und ja, am besten dann einen von uns beiden anschreiben. Den Kanal werde ich auch nochmal verlinken von dem werten Luke. Und ja, wir machen es dann im TS so, dass die Let's Player sozusagen aufnehmen und dass sie dann halt reden können. Und alle anderen erst einmal ruhig sind sozusagen, einfach nur, weil dann nicht alles durcheinander gehen soll und ja, ist dann glaube ich auch ein bisschen besser so. Gut, ansonsten, ja, wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt jeweils unter die Videos, was für eine Position ihr auch spielen wollt, das ist auch wichtig. Und ja, gut, dann ist noch zu sagen, es wäre natürlich gut, wenn ihr dann, falls ihr Bescheid gegeben habt, ihr wollt dabei sein, ne, dass ihr dann auch da seid, weil sonst warten wir auf euch zu lange und dann, ne, irgendwann seid ihr doch nicht da. Ist überhaupt kein Problem, wenn ihr es doch nicht schafft, einfach abmelden, gar kein Ding. Gut, und zum Schluss wäre noch zu sagen, wäre es schön, wenn wir am Ende des Projekts, beziehungsweise ja, im Laufe des Projekts es schaffen, irgendwann mal ein bisschen größere Ziele zu erreichen. Sowas wie eine Liga, das wäre so, ne, das, worauf wir so abzielen, das wäre gut. Gut, genug gequatscht. Ja, finde ich nämlich auch. Jetzt ist langsam mal genug hier. Machen wir mal ein Spielchen, ne? Darauf geht's ja hier eigentlich. Ja, so, womit fangen wir denn an, mein Lieber? Pokalspiel? Ja, eigentlich, genau, Pokalspiel. Ligaspiel? Pokalspiel wäre doch gut. Wir sind doch schon ins Viertelfinale gekommen. Wir haben ja schon ein bisschen trainiert, müssen wir ja sagen. Um uns ein bisschen reinzufuchsen hier. Ja. Es war aber auch eine Qual. Ja, das war das einzige Spiel, was wir gewonnen haben. Aber so geil, das Spiel. Das war einfach nur toll. Nee, war lustig. War ein schöner Moment auf jeden Fall. Ja, wir hatten da auch schon so Teams dabei als Gegner. Das war super. Gut, ich muss mal einen Schluck trinken hier. Ja, trink mal. Nee, war auf jeden Fall war echt ein lustiger Abend gestern. Muss ich sagen. Ich habe viel gelacht. So, wollte ich jetzt zentral oder wollte ich defensiv spielen? Ach so, ich wollte ja offensiv so. Du wolltest, glaube ich, zentral machen. Ja, dann mache ich zentral mit Hauptaugenmerk nach hinten in die Defensive. Genau. So, jetzt gucken wir mal, wie es heute funktioniert mit der Spielsuche. Wenn nicht, könnten wir heute eigentlich sogar noch mit einer Raute spielen, also mit offensiv und defensiv, wenn du defensiv spielen willst. Aber wenn nicht, dann so hoch. Passt schon. So. Jetzt werdet ihr gleich mal ein Phänomen sehen. Also wir gucken jetzt kurz, ob wir noch jetzt jemanden finden. Aber wahrscheinlich muss ich gleich die Spielsuche mal abbrechen. Und wenn es beim zweiten Mal wir auf Spielsuche uns begeben, dann geht es meistens ganz schnell. Ja, ist schon komisch. So, ich breche mal ab nach Spielsuchen. So. Das wäre ja jetzt was, wenn hier Sonntagabend und wir sitzen hier und suchen ewig nach Spielen. Ah, Pokal wahrscheinlich. Dann fangen wir vielleicht doch mit der Liga an, falls wir jetzt hier noch zwei, dreimal suchen. Ja, ich werde es jetzt noch einmal abbrechen und noch einmal suchen und ansonsten, es läuft ja hier wieder wie geschmiert. Oh ja. Ist immer top für so einen Anfang, ne? Ja, naja, läuft doch. Naja, es ist ja auch Folge 1. Ich meine, da geht sowas ja noch. Ja, klar. So, da ist es. Gut, haben es auch noch geschafft. Tatsächlich. So, mal sehen, die Verbindung auch passt bei mir hier. Ist immer so ein Thema. Aber scheint zu gehen. Ja, ich habe die Ingame-Sounds bei mir ausgestellt, weil die kann man nämlich nicht mehr so nachbearbeiten, wie ich das sonst mache. Deswegen, das wäre dann sonst viel zu laut. Und ja, nicht wundern.
Und gut wäre es Ja, bei mir natürlich. leckt es ein bisschen, muss Ach ich so, ja. sagen. Die Aufnahme gerade, naja, noch ist es erträglich. Aber irgendwie, jetzt switch das mal rüber. Mal gucken. So, drei Gegner haben wir. Drei Ja. vom Computer gesteuerte Leute. Oh. So, also, wir sind gespannt, was hier heute geht. Oh Wenn ihr ja. selber ein Team habt, ne, dann könnt ihr natürlich auch einfach so gegen 19 Uhr euch online rumtreiben. Dann könnte es ja sein, dass ihr auch mal gegen uns spielt. Genau, wäre auch eine schöne Sache. Eine lustige Sache auf jeden Fall. Also, das würden wir wahrscheinlich zwar im ersten Moment nicht so wissen, aber ihr könnt uns ja schreiben. Ja, wir waren die und die und wir haben euch wieder 6-0 weggeknallt. Wird natürlich nicht passieren. Diesmal sogar ohne Torwart. Ja, das können wir ja vielleicht mal erzählen. Wir hatten gestern eine Mannschaft, die hatten, glaube ich, einen Spieler, der halt von einem realistischen Menschen, einem reellen Menschen gesteuert wurde. Und der hat einen Torwart gespielt. Und der hat einfach sich gedacht, ja, mache ich mal ein bisschen Spaß, stell mir vier Abwehrspieler auf die Torlinie und renne mit meinem Torwart wie so ein Bekloppter rum. Der Torwart schien aber Schnelligkeit 99, Zweikampfwert 99, Schusskraft 99 gehabt zu haben. Und Ausdauer 99. Na, Ausdauer mehr als 99. Hat der nie an Ausdauer verloren, Ja, der der Typ. hat nach dem Spiel, der ist nur gesprintet und hatte immer noch 75% mindestens an Ausdauer. Es war, also am Anfang haben wir gelacht und am Ende einfach nur noch geweint, weil der uns trotzdem abserviert hat, die Sau. Wir haben es nicht geschafft, da ein Tor zu machen. Das war unser Ziel dann noch. Aber nee, Ja, es ging nicht. es war ja generell gestern echt eine lange Nummer. Wir haben, glaube ich, 5 Spiele gemacht bis zu unserem ersten Tor. Ah, jetzt kriegen wir das erste. Nee, ich Jawohl. dachte schon. Torwart ist mal auf dem Posten, ja. Ja, lange gebraucht bis zum ersten Tor und dann im Elfmeterschießen uns durchgezittert. Oh ja. Oh, das war ja eine super Ecke hier. Ja, läuft schon wieder. So, dann kann er mal hier runterspielen. Komm. Ah. Da steht doch niemand. Wo hat denn der da hingeschossen? Kannst dir nicht sagen, oh, ist das hier laggy, ey. Echt? Nee, bei mir läuft's. Ja. Da ist das erste Ding. Pivovar Uvat, alles klar. Ist das denn Läuft viel? schon wieder. Oh ja. 14 Minuten gespielt. Das Gegentor brauchen wir. Das Standard. Als Putsch Ja. Mitte. Ach stimmt, du bist ja jetzt offensives Mittelfeld, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ja. Aber im Endeffekt, ne, die Position habe ich trotzdem gespielt. Ich war ja Ja, gestern wir haben es ja offiziell gestern schon Stürmer. mal versucht zu definieren, was du gespielt hast. Wie gesagt, meine offizielle Position war Stürmer. Nein, oh, das war abseits, echt. Naja, aber du Schade. hast linken, rechten Flügel belaufen, Ja. offensiv, in der Abwehr standst du auch ab und zu mal. Es war schon nicht ganz leicht, das zu definieren, ja. So, jetzt ist doch mal ein gediegener Angriff hier. Ah, oh, wieder abseits, Und das gibt's ja nicht. ja, Es war aber eben auch schon nicht wirklich abseits, finde ich. Aber jetzt ist es. das ist doch ein Meter, wird es schon sein. Da nützt auch Lamentieren nichts. Nee. So, oben stehst du. Ah, ich kam nicht zum Passen. Ja, das ist manchmal, also der, man muss sagen, also ich. Was? Da ist er doch jetzt dazwischen gelaufen. Ja, ist Ach doch so, gut. wir haben. Ja, Was ich denn hier? verstehe. Also das ist, also erstens sind die KI-Spieler in diesem Modus grottenschlecht. Ja, die schießen auch keine Tore, glaube ich. Ich habe noch nie so furchtbare Nein! KI-Spieler gesehen. Oh. Also, was die hier teilweise gestern verzapft haben, rechtes Mittelfeld, sage ich da nur. Da war Das. ein Spieler, der hat es nicht hingekriegt, einen Ball anzunehmen, zu passen, zu schießen, Ah, verdammt. zu laufen mit dem Ball, zu dribbeln, Nee, einen der hat alles Zweikampf zu versemmelt, gewinnen. also. Den wollten wir nachher schon gar nicht mehr anspielen, weil er wirklich nicht vernünftig hingekriegt hat. Was ist jetzt So, los? Jetzt habe ich ein Standbild. Standbild. Ja, Ah, oh, jetzt ist weg. okay. Gut. Ja, bei mir war auch. Okay, dann liegt's ja hier an den Gegner wahrscheinlich. Komm, spiele doch! Ja, und es sind nur kurze Frame-Einbrüche, also sonst geht's eigentlich. Es läuft jetzt nicht 100% flüssig, aber man kann's Oh, anbieten. mir Also, genau dazwischen das, da habt ihr es gepasst. gesehen. Genau dazwischen gepasst. Und die Torwerte sind furchtbar. Aber der war ja jetzt mal nicht so schlecht. Dann habe ich ja rausgeholt, den Hund. Ja, ich ja auch. Von Wir sind alleine ja wird er das, beide glaube ich, hier nicht machen, pfiffig. der Typ. So, kommt da jetzt noch was? Komm, hier. Gut. Aha, schade.
Ja, da musst du mit mir reden. Ach so, ja. Ja, meine telepathische Fähigkeit, ich arbeite dran, ja, Das kriegen wir noch hin im Laufe des Let's Plays, so. Das werden wir noch aber. schärfen, die Sinne. Das ist das Ziel. Ja, Neben den schade. 11 Leuten für die Mannschaft. Einen siebten Sinn entwickeln hier. So, da unten. Nein, ja, genau, da wollte er hin. So, steckt da jetzt mal. Ne, jetzt stehe ich schon wieder im Abseits. Also, manchmal, Leute. Oh, das gibt's nicht. Haut er mir hier gegen's Bein, der Hund. Oh, Das war ja. nix. Ja, ne, ich hab Nee, schon nicht von passen dir. gedrückt, um den Ball zu Du hast den noch gar fordern. nicht gekriegt, den Ball bei mir. Ja, bei mir schon. Echt? Mir stand's ja Naja. noch daneben. Naja, siehst du mal, was EA schon wieder für ein tolles Spiel programmiert hat. Oh, ich bin voll im Abseits hier Nee, wieder. also, man muss sagen, ich reg mich ja echt selten über EA auf, aber im Moment, seit ich mit dem Shooto zusammen arbeite, ne, Der hat dir nochmal der hat echt gezeigt, wie keinen toll guten das Spiel Einfluss ist. auf mich, EA. Den müsst ihr mal Haut ihn weg. beobachten. Ah, was machen die Spieler hier? Guck dir das Ja. an, was ist denn das für ein Pass? Wer soll denn da hin? Eieiei. So, Der war hier. abgemessen, genau in die Mitte. Schieß! Nein! Oh, das ist ein Foul. Den kann man aber pfeifen, du. Der haut ihm die Beine Den weg kann da man von aber hinten. pfeifen. Mann, Mann. Wäre eine schöne Chance gewesen. Der haut ihn da dazwischen. Hau doch ab hier. Da läuft unser Spieler mir hier genau vor die Beine, ey. Schön den Ball abgelaufen, dem eigenen Mann. Oh, ein Achso, Glück. ihr solltet übrigens bei diesem Modus bitte nicht auf die Spielerbewertung achten. Nee, hat Die überhaupt ist keinen nämlich Sinn. sowas von unrealistisch. Kommt nur darauf an, wie viele Tore ihr macht. Dann wird die mal ein bisschen besser. Ansonsten bleibt die Ja, eigentlich fast aber immer du gleich. kannst hier bei diesen KI-Spielern kannst du auch nicht positionstreu spielen. Das funktioniert Nö. ja gar nicht. Du kannst als zentraler Mittelfeldspieler nicht zentral bleiben, sondern du musst ja so in die Offensive arbeiten, damit du überhaupt mal einen Ball bekommst. Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Müll. Also, bevorzugt erstmal einen Innenverteidiger oder zwei wären nicht schlecht von euch, wenn ihr euch bewerben wollt. Innenverteidiger werden immer genommen. Ja, und da haben wir dann auch noch einen Platz im TS frei, denn wir müssen noch so ein Ja, bisschen. für Oh, den jetzt komm, komm, komm! Abwehrchef. Jetzt nimm, lass dir den Ball geben! Nein! Oh, Ah! Warte, warte, ich komm gibt's ran, ich doch komm gar nicht nicht. Ich ran! hab den gefordert, du Arsch. Ah, Komm, 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 hier! komm, Nein! Shooto. Oh, ich wollte zu dir passen, das gibt's doch nicht! Oh, jetzt haben wir ein bisschen Platz gehabt. Egal, wir machen's spannend hintenrum. So, jetzt. Was nu? Jetzt pfeift er ab! Abse Halbzeit. Oh, nein, ey. Huh, gegen Heineken Ach, spielen was wir wir hier. vielleicht auch noch sagen können, ist, wenn ihr euch bewerbt, dann nicht wundern, wir werden so ein kleines, nennen wir es Vorstellungsgespräch mit euch machen. Einfach um sicherzugehen, dass ihr, wenn ihr mal im TS ein bisschen quatschen dürft mit uns, dass ihr denn da uns nicht in die Aufnahme brüllt oder irgendwelche Fäkalsprache auspackt. Genau. Das wäre uns nämlich ganz lieb, wenn wir hier wenigstens in einem gediegenen Umgangston. Also mal ein bisschen fluchen oder so, ist ja alles kein Problem. Bloß jetzt hier nicht die großen Schimpftiraden auspacken, das wäre uns Doch, einfach ganz ein lieb. Anliegen, ja. Wir sind ja da auch emotionsgeladen, aber man muss sich halt irgendwo doch im Griff haben. So, unser Ziel für die erste Halbzeit ein Torschuss. Wir hatten nämlich keinen. Hatten wir nicht? Nee, wir Ja, sind nicht dann dazu wird's für die gekommen zweite eben. Halbzeit. Wir fangen klein an. Ja. Guck mal, den habe ich dir Zugekullert, zuge. ja. Ja, komm da Also ihr oben. merkt, das ist ein lustiges Let's Play. Ernst Ah! nehmen kann man diesen Spielmodus nicht Ich ganz. glaube nicht, ne. Dafür ist er noch nicht ganz ausgereift. Es ist eine lustige Idee und So, es kann komm. auch, glaube ich, je mehr Leute, desto mehr Spaß macht die ganze Sache. Oh, boah, das gibt's doch gar Gib nicht. mir her, gib mir her, gib mir her. Jetzt steh auf. Ja, boah, das Nein! Der gibt's war doch nicht gar drin! nicht. Das gibt's gar nicht! Das fängt schon wieder an wie gestern hier, ey. Die Ja. Dinger nicht drin, aber es war der erste Torschuss, glaube ich. Immerhin. Manchmal Webley lebt. zählt er den ja nicht, wenn er gegen Pfosten und so geht, aber ich glaube, es Ja, dürfte. ich hab ihn aber drin gesehen. Ja, ich auch, das ist das Problem. Da war, glaube ich, auch ein bisschen mal über der Linie, aber nicht mit vollem Umfang, das war das Problem. Nächstes Mal, ne? Ja. Ich bin ja auch ganz klar für Torlinientechnik bei FIFA. Manchmal wäre da so ein Videobeweis nicht schlecht. Oh, wieder in dem Moment, wo ich da jetzt freilaufe, kriegt er den Ball nicht Oder mehr. so ein Bier-Schiedsrichter-Mode. Wobei man das auch als Adventure gestalten könnte, wenn man zu viele Fehlentscheidungen macht, dass du dann von den Spielern gejagt wirst und so
ganz nach dem, wie heißt es, Temple Run, du dann immer um Ecken rennen musst und vor der wütenden Meute. So, da unten ist noch einer. Oh, ich glaube, ich schreibe EA nach der Aufnahme mal eine schöne E-Mail. Die Idee ist doch echt nicht schlecht. So, komm, geh ran Bierschiedsrichter. da. Na, geht doch. Ja, naja. Irgendwann haben Ob sie es das dann doch wirklich so geschafft. geht, wie wir das uns vorstellen. Ja, sorry, der war ein Nee, bisschen ach. steil. Konnte ich nur nicht erlaufen. Oh, ich bin schon mir so viel gelaufen, dass ich jetzt hier wieder bei Also, 40. wenn der reingegangen wäre, meine Damen und Herren, du. Ich bin wieder bei 40%, ey. Das geht gar nicht. Ja, ich dümpel so um die 50 rum. Aber ich habe ja jetzt dadurch, dass ich hier in einer Position habe, mehr Ausdauer. Oh, was macht denn der da? Warum tanzt der da so? Oh Mann. Lass ihn doch, der ist gescheiterter, was weiß ich, Komm, spiele! Tänzer. Oh, ich krieg hier keine Pässe von den Leuten. Kriegen das nicht Ja, mach gebacken. dir doch einfach gar keine Hoffnungen Nee, erst. ich glaube, Dann das wird freust auch du dich nichts. umso mehr, wenn mal einer ankommt. Ich glaube auch. Jetzt eine Flanke? Nee, kommt da nicht dazu. Wär zu einfach. Ja, ich glaube auch. Hier, Flanke jetzt, Junge. Flanke! Hört mich nicht. Guck dir an, wie toll der spielen kann. Das war Paradebeispiel, ein ne? mordsgefährlicher Pass, du. Paradebeispiel, wie geil die spielen können hier, die Jungs. Ja, das war. Die machen uns hier heute wieder alles extrem leicht. Oh ja. Deswegen, helft uns, ja? Kommt Ihr in unser seht, wir sind Team. bedürftig, ja. Schlechter kann es nicht werden. Keiner haut euch auf den Sack hier, wenn wir mal. Genau, es ist ja ein Spaßprojekt. Wir wollen ja hiermit keinen Fernsehpreis gewinnen oder so, sondern einfach ein bisschen mit euch zocken, ein bisschen Spaß haben und Genau. das ist vielleicht mal eine ganz lustige Möglichkeit, auch diesen Modus mal kennenzulernen und dass ihr einfach auch mal dabei sein könnt. Also, wenn ihr schon immer euch mal in ein Video von einem von uns beiden reinschleichen wollt, das ist eure Chance. Und ihr müsst nicht viel dafür tun, das ist ja noch schöner. Und ihr kriegt auch kein Geld dafür. So jetzt, wir haben die einzig vernünftige Chance hier im Spiel wahrscheinlich. So, die butterweiche Flanke. Und der Kopfball, den ich nicht kriege. Oh. Schade, aber war eine gute Flanke. Ja, aber Kann. es war mal ein schönes Zusammenspiel. Da Jo. hast du schön die Schnittstelle und dann. Also, da kann sich der Mesut Ah, viel zu Özil spät, noch. oder? Oder wie er auch von einigen Mehmet Özil. Guck dir an, wie die spielen. Ja, wunderschön. Die können es Drei einfach. Leute stehen frei, er nimmt den Gegner. Ist doch gar kein Problem. Yeah, der Torwart mit seinem ersten vernünftigen Ballkontakt. Naja, hat sich dann auch wieder erledigt, wa? Aber die Innenverteidiger, meine Fresse, die machen gar nicht so viele Fehler So wie einen sonst. schlechten Job. So, komm, laufe. Na, komm, Oh! hat er gehabt sogar, Wahnsinn. Ja. Erste Ballbehauptung. Oder er ist einfach gegengelaufen. Das kann man sehen, wie man Ja. möchte. Ne, mit Absicht wäre das auf keinen Fall. Das können wir ihm nicht unterstellen Das hier. wäre ja noch zu schön. Genau. Oh, was da für eine Lücke ist, ey. Oh, ein Glück kann er nicht schießen, der Junge. So, ich stelle mal wieder die Abseitsfalle ein. Die hat beim letzten Mal so schön funktioniert eigentlich, ja. Ich komme da hinten aber auch nicht in die Zweikämpfe. Ich gehe gar nicht erst nach hinten, auch wenn ich hier kein Stürmer mehr Ja, bin. es ist halt bloß meine Aufgabe, ist halt das Problem, ne? Ja. Boah, ich könnte ja eigentlich als offensiver Mittelfeldspieler auch mit nach hinten arbeiten. Aber ich Ja, aber mach's du halt bist nicht. ja eher dafür da, die Tore nicht zu Und schießen. das kann ich ja bekanntlich sehr, sehr War gut. das gerade Nö, gemein? das war nur die Realität. So. Oh, also liebe Abonnenten von mir, entschuldigt bitte, wenn die Aufnahme hier ein bisschen, ja, nennen wir es mal, verleckt ist. Wir werden die Aufnahme, glaube ich, auch dann, also wir werden jetzt nicht beide Folgen am Stück aufnehmen, oder? Naja, noch mal kurz eine Pause, aber. Ja, weil dann kann ich kurz mal meinen Computer, die Prozesse kurz Genau. schließen. Also Weil falls daran wird ihr es, glaube ich, liegen. noch mal so eine kleine Info, die passt gerade. Falls ihr im nächsten Part dann schon dabei sein wollt, das geht ja nicht, weil wir nehmen ihn jetzt hier Ja. gleich danach auf. Wir nehmen, also es gibt erstmal pro Woche zwei Folgen. Über den Tag werden wir uns gleich noch absprechen, denke ich. Genau. Dass ihr das dann parallel sehen Ne, könnt. abseits, ich habe trotzdem gepasst. Ja. Ich wollte gerade rauslaufen, aber macht nichts.
Ach, ist egal. Oh, wie viele da stehen, guck mal. Fünf Leute waren da an dir dran eigentlich, ne? Der heftig, ey. Ja, naja. Zwei Folgen erstmal, genau. Je nachdem, wie groß dann da der Zuspruch ist, von eurer Seite aus könnten es auch drei vielleicht noch werden. Genau, mal schauen. Und ja, na gut, aber gut. Beschleunigung plus eins. Dribbling plus eins, yeah, mein super. Wieder eine gute 5,5. Also alles wieder. Ich habe eine 6,4, aber das Ja. Coole ist, ich bin, normalerweise wird doch angezeigt, wie oft man irgendwo ist. Und ich Ja. bin in einer Zone nicht gewesen, war dafür aber bei uns nah am Tor. Das heißt, ich bin geportet worden sozusagen. Ist auch geil. Ja, damit sind wir jetzt raus aus dem Pokal wieder. Oh, das hätte ich ja nicht erwartet jetzt. Also. So. Ja, dann machen wir dann aber jetzt ein Ligaspiel als nächstes. Ich gucke nochmal hier in die Statistik vom Spiel rein, damit ihr da nochmal schnell reingucken könnt. Unser bester Mann war Klimowitz, der Innenverteidiger. Ich glaube, der eine war auch wirklich gar nicht schlecht. Ja, ne, ich bin schon raus, ich bin schon wieder auf dem Startbildschirm. Gut, ja. Also, wer die Statistik sehen will, der muss sich jetzt nochmal das ganze Video vom Schuko Der muss sich angucken. dadurch quälen. Nee, natürlich, wenn ihr aus beiden Perspektiven nochmal sehen wollt, wie das Ganze gelaufen ist, manchmal ist ja auch nur der eine im Bild zu sehen, dann müsst ihr natürlich nochmal den Link anklicken, den ich nochmal unten reinsetze, wenn ihr Ja, auf. ich werde dich natürlich auch verlinken. Ich habe sogar deinen Kanal schon auf meinem verlinkt, so unter dem Stichwort geile Kanäle, ja. Jo, Also da wenn das nicht steht. Werbung ist. Also ich weiß nicht, was für beliebte Kanäle irgendwo so in Ja. der Box, da steht auf jeden Fall auch der Luke schon drin. Also mal reinschauen und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ja. Und ja, Genau. Macht's gut, ihr Lieben. euch noch einen schönen Tag.